Was Interessantes? Was Interessantes? Ich bin nett. Das System völlig missachtet. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, warte. Ja, geht schon nicht hinterher, ist okay. Da kann ich nicht rein. Schade. Perfekt. Brav. Und tschüss. Junge, ist. Als ob die mich gleich so verzehren. Können nirgends so eine. Komm, läuft. Lauf auf. Als ob, Alter. Natürlich die Gegenseite. 2, 4. Dritte. 1, 2, 3, da. Suchen? Ach, was?
Jungs vom SWAT. Wieso das? Hast du nicht gehört? Brandon hat einen Deal mit Black Mask. Die wollen die Fledermaus töten und das Kopfgeld einsacken. Denkst du, du Das war's. Probier's halt. So weit nützt nix. Nein, geht nix. Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Hm. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Aber der Bergob, wo wir springen. Geht schon. An alle Einheiten. Berichte eines 623 in den unteren Stockwerken. Sicherheitspersonal wird benötigt. Es muss hier nicht mehr aussehen, als ob Gordon die Kontrolle verloren hätte. Wir brauchen einen klassischen. Was war der Einsatz? Ich drück doch die scheiß bescheuerte Taste. Nein, tust du nicht. Boom. Oh mein Gott, feiert es noch. Zack, zack. Das ist der Elektrizität-Dings da. Perfekt. Und wir haben mal ein Mäschchen. Eins. Ein Stück noch entgehen. Perfekt. Und euch.
Arkham gehackt. Messer weg. Hallo? Nein, halt nicht. Gehackt. Das hole ich. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Frauenbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Aber du musst das Internet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Du musst gleich stürmen, hey. Und tschüss. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugang haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Ja, Sir. Ich glaub's nicht. Wir werden angegriffen. Kaputt. Das war's. Weg. Von easy.
Gutes Timing, irgendwie. Na? Stern liegt ein bisschen noch mal drin. Aha, sind schon da. So schnell kann es gehen. Kau ist eigentlich mal gut. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich nicht in deinen Funk einhecke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeug und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffensteuersystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Oh, dann später. Mit dieser Abschriftung. Tschüss. Wow. Ich bin ins Wasser gezogen, aber wurscht. Jetzt ist wieder interessant. Hui, hier kommt er hoch. Das ist böse für mich. Ach, Gott.
Nein, nicht. Mit Attacke. Einfach nur Attacke. Komm mal mit hinten. Ja, mal so. Aber schön rechnen. Das war der letzte. Au. Und das war's. Die Telefonkabel laufen direkt durch die Kamera, in der sie sich befinden. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lazy Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es.
Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sion ist verloren. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort. Aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sion ist unter seiner Kontrolle. Musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Zum nächsten Part.